Servus bei The Infected. Ja, wir sind mit dem Looten des Dorfes fertig. Und wir bereiten uns auf die nächste Horde vor. Und wie können wir das am besten machen? Indem wir Bäume fällen. Tut mir leid. Na, ein paar Bäume werden wir uns wiederholen. Dass wir auf jeden Fall genug haben. Ups. Ich brauche einen Star. Ein Stein. Ein Stein. Und einen Stick. Ja, den haben wir schon mal. So. Jetzt wäre noch ein Stein ganz nice. Oh, da hinten. Steht ja die Angebetete. Wir haben eine Verehrerin. Oh, wie süß. Und wir sollten uns vielleicht anstatt das... Ja, wir holen jetzt dann einmal eine Partie Holz. Aber dann würde ich gerne mal... da ist einer. Würde ich gerne einmal vielleicht ein paar Stacheln rundherum... Das war's mit der Axt. Okay. Das werden wir gleich dafür benutzen, dass wir rundherum vielleicht ein bisschen mehr Stacheln bauen. Zack, 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 zack. So. Einmal, zweimal. Zack, zack. Jetzt noch ein kleines Bäumchen. Ja, wo haben wir es denn? So. Da werden wir sich jetzt dann einmal... Aber dazu brauchen wir dann auf jeden Fall... Die Harke. So, haben wir da einen frei? Nein, da habe ich einen Bogen drinnen. Ah, Mensch. Das ist unser Steinspeer. Ich brauche halt unbedingt einmal wieder ein bisschen Platz. So. Den da mal darüber. Da holen wir sich unsere Harke. Wenn ich jetzt nicht mitnehmen kann, natürlich den Steinspeer, weil ich habe alles. So. Machen wir mal den Steinblatt. Es ist nur die Frage, wo tue ich die Steine hin? Gut, ich glaube, ich habe noch eine Kiste da frei. Oder ziemlich frei. Die müsste noch ziemlich frei sein. Oder auch nicht. Die ist ziemlich frei. Da können wir Steine rein. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Eins und eins. Da. Gut. Wir brauchen auf jeden Fall Seile. Das weiß ich noch. Seile, 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 Seile. Hm? Ah, da war's nicht. Chips. Ne, da auch nicht. Oh, was sind die Seile? Die haben wir da dazu. Dafür nehmen wir sich die Seile. Gott. Ich weiß gar nicht, was wir sonst noch gebraucht haben. So, da haben wir mal vier Stück.
Hier Stück für Stück von unserem Glück. Das sind die Spike Trap. Wo ja Trap ist hier eigentlich nicht. Und so. Ein bisschen so, ein bisschen so. Da machen wir gleich da daneben den nächsten. So, und dann gleich so. Und dann gleich einmal so. Hm? So. Schaut ja gut aus. Da haben wir es gleich hinten auch. So, wie schaut das aus? Mhm. Schein, 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 schein. Schön. Dann machen wir mal die zwei Seiten fertig. Und dann gehen wir zu den anderen. Zwei Seiten, wenn wir die zwei Seiten fertig haben. So, das ist eh eine Menge. Das ist wieder eine richtig geile Festung. Ich möchte nicht sagen unentnehmbar, aber es wird auf jeden Fall schwieriger. So. Also so leicht wird es da keinen fallen dann nachher. Gut, müssen wir noch schauen, was braucht man denn eigentlich? Ein Woodlock, 4 Sticks, dann nehmen wir mal da außer. Habe ich Platz? Moment, wenn ich das da overlege. So. Fest. Ich habe auch Feuerholz genommen. Fest. Und Harfest. Dann können wir die sammeln. Zack, 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 zack. Das kommt raus. Und das müssen wir noch harvesten. Dann machen wir sie eine Menge Sticks. Natürlich rutscht einer muss pro Baumstamm durchfallen. Das, Moment. Zack. Zack. Da könnte eigentlich nur Bäume auch noch füllen. Ja. Schön. Da machen wir gleich mal ein Baumblatt, oder? Komm, Baum. Böser Baum. Ich habe eigentlich geglaubt, dass das mehr braucht, aber ja. Gut, wir sind sehr gut vorbereitet. Zack. Zack. Und zack. Schaut's aus. Wir haben noch ein paar Sticks. Mann, sind die Stickmann. Okay. Ja, da bin ich aber ordentlich mit der Seile durchgekommen. Ich hab sogar noch zwei. Naja, nicht schlecht. Da bin ich noch immer diese blöden Borkerchips. Die gingen mir am, Nerv. Dann holen wir sich gleich einmal einen Baumstamm. Der wird geharfestet. Das wird geharfestet. Passt nix. So. Bitte lass wenigstens einmal alle Sticks rum. Was geht da draußen los bei mir? Da
Da draußen fährt gerade bei mir ein großer Wagen vorbei, der Werbung macht. Sogar mit den geschlossenen Fenster. Hört man das? Boah. Was macht der für einen Lärm? Ich hab da gerade keinen Baum. So. Na, da kommen wir ja schon schön weit mit den. Da machen wir dann. Ich bin gespannt, wie sie da. Wie sie darauf reagieren. Weil bis jetzt waren es doch immer. Ja. Und immer zu den gleichen Ecken eigentlich gerannt. Das heißt, das letzte Mal da, wo man jetzt dann eigentlich der eine Spike-Trap. Müsst du mich verarschen? Da hinten kommt das Reh. Direkt auf mich zu. Ich weiß aber jetzt da nicht, für was ich noch eine Haut brauche. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Oh, na, nice. Da kommen wir extremst schnell zu einer schönen Umrandung. Ah, ich muss dann einmal wieder was trinken gehen. Da ist noch die Tore und wir hätten es eigentlich. Ja, den muss ich dann nachher noch ein bisschen. Wollen wir mal die Leviten lesen? Weißt du? Wo fliegt der Stick hin? Ja. Krass. Bleiben da jetzt dann wirklich alle? Ja! Um einen Stick. Ernsthaft. So. Und? Jetzt Hälfte vom Gelände ist schon eingezäunt. Zum Glück kann ich mich selbst nicht aufspießen. Was? Natürlich. Ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Irgendwo habe ich gewusst, gibt es noch Probleme. Na gut, da haben wir aber noch Platz. So, machen wir mal die da. Nee. Nee, hier. Das da. Drum, 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 drum. Drehen, 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 drehen. Sie müssen nur durchgehen. Ja, du kriegst gleich was. Wir gehen gleich trinken. Und essen. So, passt. Was ist das? Die halten noch. Das ist gut. Dann essen wir die einmal. So. Dann ist das auch erledigt. Es ist dann bald Zeit wieder zum Heideputz. Na fast. So, die Borke-Chips, die werden wir gleich einmal da reinschmeißen, dass wir das Feuer wieder ankriegen. Dann würde ich noch gerne wenigstens diesen Stein da weg. Denn der nervt. Den kann ich da nicht weiterbauen. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. Ja, genau. Aber ich will sie nicht weg. Ja, die Laternen wären auch noch recht interessant. So, da haben wir. No, nimmst du jetzt. Und da war auch noch einer. So. Wir sind vollkommen überladen.
Ich hoffe mit dem Rucksack, aber da will ich zu den Crocodiles für die erst gehen, wenn wir wirklich Pfeil und Bogen haben. Aber ich hoffe, dass wir da mit dem Rucksack auch gleichzeitig mehr Gewicht tragen können. In dieser Truhe war es nicht, dann war es die daneben. Was ist die daneben? Die da. Ja. Ding, 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 ding. Wow. Wir haben fast eine volle Truhe nur mit. Das Fleisch ist hier geworden? Nö. Ernsthaft. Das war's gekocht, gell? So, einmal Drinky. Morgen muss ich mal eh wieder errichten. Und dann würde ich sagen, wir gehen gleich einmal schlafen. Wir werden uns dann auf den neuen Tag wunderbar vorbereiten. So, das schaut ja recht gut aus. Da holen wir uns jetzt dann das restliche Wasser raus. 22. Passt. Das werden wir da wieder rausbringen. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Gut. Wir haben eine kleine Aufgabe. Wir werden noch da jetzt noch gleich einmal die einzeichnen. Dass wir ja genug haben. Nein. Wo wird der her? Dingeling. Da noch. Oh, in dieser Nacht, wenn die kommen. Ups. War, glaube ich, nicht so gut gemacht gerade. Die lasse ich voll aufrennen. Die haben doch keine Chance. Hm, die sind aber alle so. Ja, mein Gott, nein. So, dann haben wir da noch. Ja, eigentlich könnte ich das so machen. Weil unsere Freundin, die hat sich ja eh noch nicht wirklich bewegt. Zack, zack, zack. Festen wir mal. Da rennt schon wieder ein Hühnchen herum. Da festen wir mal das. Und dich. Na, 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 komm. Komm. Und dich noch. So, was haben wir denn da? Ja, da brauchen wir dann. Oh, da habe ich genug Sticks drinnen. Doch, doch. Okay. Ja, gehst du wohl? Okay. Dann brauchen wir noch ein paar Bäume. Und wenn wir dann die Bäume auch haben, wie schaut es da aus? Da brauchen wir keinen Lock. Da brauchen wir auch keinen Lock. Aber hier brauchen wir. Oh! Cool, cool. Wieder welche fertig. Da brauchen wir einen Lock. Schön aber auch, dass die Bäume nachgewachsen sind. War zwar nicht wirklich ein Cheat, aber gefällt mir. So, da noch einen. Da noch einen. Da noch einen. Haben wir hoffentlich genug Pflanzenfasern für 25 Seile. So, die Sticks tun wir gleich mal da rein. Wie waren es jetzt denn einmal?
Die Workbench. Einmal das. Craft. Sehr schön. Diese Chips, da haben wir gleich wieder da einer. Zack. Und los geht's. Seil. Noch ein 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 Seil. Hey, ja. Ist das cool? Boah. Ich bin schon wirklich extremst gespannt, wie das am Abend wohl aussieht. Hey, Schnucki! Lass du bitte! So war das nicht vereinbart. Lady. Oh, 3 Biofuel. Das ist nicht einmal wenig. Oh. Da ist ein Vogel auf meiner Verteidigungsanlage. Du hast den Glück, dass ich gerade... Ich kann zu stechen. Fuck. Die kacken mir doch alles voll. Zack. Zack. Oh, wow. Ich glaube nicht, dass die noch einmal so rankommen. Ah, oh, musste husten. Bitte, oh. Das ist eine Verteidigungsanlage. Die kann man sicher nicht einmal erträumen. Oh, ist der Vogel noch da? Brauch Federn. Ja, ist noch da. Schön Federn bekommen. Dann bauen wir gleich die Seile rein. Zack. 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 Zack und zack. Die anderen Seile kann ich jetzt einlagern. Ich glaube, die waren unter Stuff drinnen. Jawohl. Und wieder. Boah, 7 Federn. Wo habe ich denn das Biofuel wieder? Super. Kriegt man einmal in Ordnung eine. Ah. Naja, so wenig Biofuel ist das gar nicht, was ich da habe. Ich sollte die anderen Kisten dann auch mal ausschreiben. So, ein Bäumchen. Hm? Das ist schön. Ich hänge an meine eigenen Laternen. Zack. 1, 2. Dann machen wir gleich Harvesten. 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 Ja. So. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe total trockenen Hals. So, dann haben wir die. Letzte Anlass. Bitte, 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 bitte. Ja! Dann brauchen wir nur mehr 4 Baumstämme und wir haben's. Die restlichen Sticks. Es ist sie genau ausgegangen. Wie viel Glück kann man haben? In unserem Fall, das war verdammt viel Glück. Eins, zwei oder drei. Dam, dam, dam.
Genau, um einen Baumstamm natürlich zu wenig, das war mir klar. Aber soll nichts Schlimmeres sein. 1, 2, 3. Und schon haben wir eine sichere Umrandung. Nice. Zuerst werden wir sicher mal kurz ein bisschen ein Trinken aneignen. Drink. Denn wir sollten uns dann auch ganz wichtig schon für die Nacht vorbereiten. Mit Trinken, Essen. Na, was man so heute so braucht. Frage mich. Da haben wir noch Platz. Zack. Komischerweise dachte ich, dass da noch kein neuer Wambi hat. Obwohl ich den eigentlich alt gemacht habe. Zack. Irgendwann werde ich auch das Feuer in die Mitte setzen. Ich schwör's, wirklich. Ich schwöre es. Ich vergiss nur jedes Mal. Na. Na. Dass ich das auch noch machen. Ich will das Wasser anzünden. Und damit meine ich wirklich sprichwörtlich das Wasser. So. Toter und Wasser. Leider nicht hier machbar. Ich verstehe auch nicht, warum ich das Wasser hier abkochen muss. Vor allem das Regenwasser. Ich meine, ich weiß, es ist gesünder, wenn man es abkocht. Aber ich weiß nicht. Muss man wirklich jedes Wasser abkochen? Ist es wirklich notwendig? So, zack. Den Speer. Wie spät haben wir es denn? Wir haben noch vormittags. Das heißt, wir könnten noch schauen, was wir oben noch bei unseren kleinen Dörfchen hier vielleicht so eine Kleinigkeit, was wir noch looten können. Moment. Bevor wir das jetzt machen. Entschuldigung, wirklich. Ich weiß, es ist deppert, wir sind schon losgerannt. Aber. Das ist ein toter Vogel, oder? Jupp. Naja. Ich sage nicht nein. Ich möchte genau da. Bei jedem dazwischen, wenn es geht. Das? Nein. Wo wurden? Da! Ein Pumpkin und drei Sticks. Das möchte ich setzen. Zack. Das hat einen Grund. Das bringt uns nämlich Licht. Und ganz ehrlich, wir brauchen viel und vor allem Licht. Und wir haben doch einige Pumpkin-Samen. Und die scheinen noch ewig zu leuchten. Ist's vielleicht nicht so ganz so fair, weil wir wirklich gut beleuchten können. Aber hey. Da braucht man nichts, glaub. Naja, wir haben's ja. Ich weiß nicht, wie viele Kürbisse wir da brauchen, ehrlich. Jetzt haben wir aber. Okay. Sich aufgespießt. Geil! Pflanzenfasern. Oh. Kostet aber gleich einiges.
Aber geil, der hat sich aufgespießt. Nice. Das funktioniert. Wo war das noch? Blessables. Und Furt. Furt durch die Depot da. So, geht's aus, dass wir da noch durchkommen. Ah, da steht mir gerade die Tür ein bisschen. Ja, wenn, da müssen wir hinten auch noch beleuchten im Weg. Wir wissen ja nicht, wo wir dann überall angegriffen werden. Wir müssen dann eh warten, bis die Kürbisse wachsen. Wir haben ja da keinen Stress. Immer wieder eine schöne Kürbislaterne. Vielleicht, wenn einmal einer in der Nähe irgendwo wächst. Hm? Nein, nein, der Stern. Ah, nein. Ja. Ja, geht's ja was. Okay, es fängt dann zu regnen. Ausgegangen sind die aber während dem Regen nicht, oder? Da können wir nur begrenzt, weil wir ja da die Beete haben. Aber da würde ich trotzdem... geht das irgendwie? Moment einmal, gingen die... Wir könnten ja so einen setzen. So. Und da auch noch einen. So. Na dann, wo ist der Kürbis? Da ist der Kürbis. So. Einzige, was ich dann nämlich brauche, ich brauche die Kürbissamen. Wie viel haben wir denn? 23. Ja. Und das ist sicher nicht der letzte Kürbis, den wir noch finden. Wir haben wieder Federn bekommen. Federn. Federn waren da drinnen. Dann waren wir bei dem zweiten Stapel fertig. Und dann bräuchten wir noch zwei Sticks. Ja, der Leichtner, ja. Naja, wir können die Sticks eh noch sammeln. Passt. Aber nicht so vielleicht. So, so. Na dann. Gehen wir mal hinauf. Vielleicht finden wir noch... Oh, Melone. Lecker Melone. Die werden wir gleich einmal... Nam, nam, nam. Die brauchen wir eh ganz dringend, weil wir brauchen ja Energy. Ich weiß nicht, was ich hier schon alles gelootet habe. Ich kann es ehrlich nicht sagen. Wir werden einfach mal nachschauen. Vielleicht ist ja was gerespawnt. Die Bäume waren ja auf einmal wieder da. Da ist nicht wirklich was gerespawnt. Etwa der Waschbär. Ich glaube, darum wären wir nicht glücklich. Haben wir das Dorf schon ziemlich ausgebeutet. Schade eigentlich. Schade. Ich hätte schon gehofft, dass wir da... Moment einmal. Schaut schon cool aus. Kann man schon sagen. Hm, hier, ein kleiner Blick hier. Ja, da ist sehr, schaut es eher dunkel aus, aber... Eine kleine Festung inmitten der großen Wildnis. Denn wir müssen uns verteidigen. Gegen die bösen Wambis. Die wollen uns. Na. Ich weiß nicht, wozu sie uns brauchen. Aber sie wollen uns. Und wir werden das zu verhindern wissen.
Da ist noch eine Melone. Melonen sind verdammt gut, weil sie wirklich Energie, Durst, Hunger, alles hergeben. Also ich glaube, das ist von dem her die beste Frucht, die man drinnen haben kann. Ein Wambi! Ein Wambi! Hallo, Wambi! Kuckuck! Ja, hallo! Na, kommst du her! Ja, da! Bist du brav? Nein, bist du nicht brav? Ja. So ein kleiner... Wo? Ich habe einen Pfeil bekommen. Einen Steinpfeil. Okay. Und ich sehe noch einen Kürbis. Noch ein Kürbis. Schauen wir mal, ob das geht, wenn ich den aufnehme. Ja, ich kann wenigstens laufen. Nicht so wie bei dir. Tier des Waldes. So, den haben wir noch nicht gemacht. So. Okay. Ich schaue auf die Uhr. Naja, dann wird es für diese Folge, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben noch ein paar Speere sicherheitshalber. Sollte irgendwas nicht draus werden. Moment einmal, ich gebe den Speer überhaupt noch. Den gibt es auch noch. Ja. Und in der nächsten Folge wird uns wieder eine Horde eilen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Horde jetzt ausschauen wird. Die erste haben wir überstanden. Es wird wieder spannend. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt, wir müssen überleben. Bis dahin, tschüss mit dir, ciao mit da, servus mit Full V.